Hallo Leute, herzlich willkommen, ihr Salzwasser Verrückten. Ich bin der Robert, hinter der Kamera die Claudia. Und wir befinden uns heute, wie man unschwer sieht, in Moers bei Korallenzucht Moers. Thomas war so nett und hat uns bei sich jetzt drehen lassen. Der Grund, warum wir hier sind, das ist das neue Flaggschiff der Firma Giesemann, nämlich die Aurora V8. Die ist jetzt endlich da und wir dürfen sie uns jetzt für ein Review richtig angucken. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich. Hallo Leute und herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Bevor wir uns jetzt das Flaggschiff von Giesemann angucken, die Aurora V8, will ich erstmal Hallo sagen, hallo Oliver. Und für unsere Zuschauer ist natürlich, glaube ich, auch mal ganz interessant, du bist ganz neu bei Giesemann oder relativ neu. Ja, ja. Und willst du ein bisschen was zu dir erzählen? Ich bin nicht mehr ganz so jung, aber ziemlich neu. Seit dem Frühjahr bin ich bei der Firma Giesemann und ja. Ich leite das Marketing und den Vertrieb. Zuvor bin ich weit über 15 Jahre lang bei der Firma Philips gewesen. Also Licht ist für mich nicht unbekannt. Im Thema Aquaristik muss ich mich noch zurechtfinden, aber ich lese fleißig und ich setze auf so Fachleute wie dich und deinen YouTube-Kanal. Okay. Auf alle Fälle habe ich da schon viel Wissen rausgezogen und ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, hier ein Video mit uns zu drehen zur neuen Aurora V8. Und vor allen Dingen freue ich mich auch, dass der Thomas von der Korallenzucht in Moers hier seinen extrem schönen Laden zur Verfügung stellt, sodass wir hier ein paar Bilder für euch einfangen können. Genau. Danke erstmal dafür. Es hat den Hintergrund, ich hätte die Leuchte auch bekommen, aber ich habe gesagt, ich empfinde es dann doch für nur ein 50 cm tiefes Becken tatsächlich dann drüber. Ihr selber empfiehlt es so ab 55, 60 bis 85 cm. Genau, maximal 85. Tiefe. Ja. Genau. Die Leuchte ist 58 cm breit und deswegen ab 55 cm macht es erst Sinn. Meine Korallen hätten sich angeguckt. Also dazu muss man ja eins sagen. Also wir sind ja 2021, LED ist ja auch schon lange Jahre Thema, aber T5 ist immer noch Thema und wird auch noch eine ganze Weile uns begleiten. Wir haben die Leuchte angekündigt und haben gleich einige geschrieben, ja, Leuchtstoffröhren werden verboten. Das ist so nicht richtig. Die T8 werden verboten, das ist korrekt, aber nicht die T5. Ja. Kannst du wahrscheinlich auch mehr zu sagen als Fachmann? Ja, also T5 werden verboten? Jein. Zunächst einmal müssen wir festhalten, es betrifft nicht den Bereich des biologischen oder medizinischen Lichtes. Ah. Soll heißen, alles was Tierzucht, medizinischen Bereich, ja, sowie aber auch Aquarien betrifft. Also Büroräume betrifft es zum Beispiel. Büroräume betrifft es auf alle Fälle. Produktion, Handel, ja, Hallenbeleuchtung, was auch immer. Da ist die T5 in Zukunft verboten. Aber auch nur Importe vorerst. Also alles verliert sein CE-Zeichen, was importiert wird nach Deutschland. Hat der Händler noch T5 im Lager rumfliegen, ganz viele. So darf er die auch noch auf alle Fälle abverkaufen. Betrifft uns aber überhaupt nicht, ja, weil wir über biologisches Licht reden. Also T5 nach wie vor immer noch aktuell und da wird sich bei uns auch nichts dran ändern. Da kommt kein Verbot. So, jetzt gucken wir uns die Lampe mal ohne uns an, damit die Leute ein bisschen was sehen. Gleich viel schöner. Natürlich, es geht ja um die Leuchte und nicht um uns. 2018 Interzoo ist jetzt 3 Jahre her. Wir haben eine bescheidene Pandemie hinter uns. Was heißt hinter uns? Ist noch gar nicht weg. Ja. Hat aber jetzt doch 1,5 Jahre, glaube ich, irgendwie gekostet. Und tja, viele haben auf die Lampe gewartet, das weiß ich. Weil heute ist eigentlich immer noch bekannt, dass man die tollsten SPS-Korallen hinkriegt mit Hybrid, also Beleuchtung aus T5 und LED. Ja. Erzähl mal was zu eurer Leuchte. Gut, zunächst einmal, weil du es angespielt hast, 3 Jahre Wartezeit mittlerweile. Das ist richtig so. Den Schuh muss ich mir jetzt unbedingt gerade nicht anziehen, weil ich neu dabei bin. Aber da spielen natürlich auch viele wichtige Faktoren eine Rolle. Die Entwicklung halt letztendlich, wir kommen da gleich nochmal zu, das intelligente Bussystem, was wir dann noch einführen wollten, Warenverfügbarkeit von Rohstoffen etc. Viele, viele Faktoren, die aber jetzt letztendlich dazu geführt haben, wir haben sie, sie ist da, sie ist lieferbar und weiterhin Hybrid. Wir bleiben bei Hybrid, das ist für uns einfach die bestmögliche Art, sein Korallenbecken auszuleuchten, weil die T5 Leuchtstoffröhre in Verbindung mit unserer LED-Bestückung ist die maximal sinnvolle Zusammenstellung, die du einer Koralle bieten kannst. Mhm. Das Farbspektrum, das volle Farbspektrum, der UV-Anteil unserer neuen LED-Bestückung in Kombination mit dem Spektrum der T5-Leuchtstoffröhre
bietet einfach letztendlich eine völlig homogene Ausleuchtung des Beckens. Die Eigenabschattung der Koralle wird verhindert, sodass ich auch wirklich bis ganz unten in alle Winkel eine optimale homogene Ausleuchtung habe des Beckens. Ja, das stimmt. Gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Also klar geht es nur mit LED, aber es geht besser mit der Kombination. Ja. Weil das macht dann manchmal noch das i-Tüpfelchen aus. Also wie manche Korallenpfleger sagen würden, da fehlt manchmal auch der Dampf. Da fehlt manchmal deswegen der Dampf, kommt da noch die T5 mit rein. Kurz zu den Eckdaten. Also ihr habt drei Leuchten. Ihr habt die in 90 cm, glaube ich, 120 und 150 cm. Genau, jeweils 90 cm, 120, 150 cm. Genau, und durch eure, was ich jetzt schon festgestellt habe, ist, ihr könnt bis 1,10 Meter in die Höhe gehen. Mhm. Und dadurch kriegen wir eine relativ starke Breite, oder nennen wir es Streuung. Breite hin. Genau, also wir haben bei der 90er bis zu 1,30, also 20 cm links, 20 cm rechts. Korrekt. Wir haben, genau, ich hab mich auch vorbereitet, das glaubst du. Wir haben bei der 1,50er, kommen wir sogar bis 2 Meter gehen. Da bis zu 2 Meter sogar, ja, genau. Ihr schreibt zwar nur 1,90, aber das ist dann ein bisschen, es geht tatsächlich bis 2 Meter. Und was natürlich am meisten Spaß macht, ist für besonders tiefe Becken. Also ihr geht bis 85 cm Dicke in der Tiefe, nennen wir es Tiefe, ne? Von ja, vorne nach hinten. Die Beckentiefe, genau. Genau. Ja, das können nicht viele. Und 1,10 Meter auf den Grund. In die Höhe, genau. Ja, in die Höhe letztendlich. Also das heißt, wir können, wenn wir, sagen wir mal, 20 cm oder 25 cm über die Wasseroberfläche gehen, tatsächlich bis fast 90 cm. 90 cm tief ist überhaupt kein Problem. Das sind ja auch nur die empfohlenen Mindestmaße. Ja. Also Spielraum nach oben ist immer noch, aber wir empfehlen halt bis zu 1,10 Meter, um da optimales Ergebnis rauszuholen. Natürlich gibt es eine Vielzahl von richtig, richtig guten LED-Beleuchtungsarten für Meerwasserbecken. Aber halt mit der Hybrid-Technologie erreichen wir dann wiederum solche Werte, die dann mit einer puren LED sehr, sehr schlecht zu erreichen sind. Das stimmt. Übrigens auch nochmal nachgeholt, hat man gerade vergessen, oder ich, die 1,20er schafft bis 1,60. Die schafft sogar bis zu 1,60 Meter. Ja, jetzt habe ich auch schon von manchen gehört gehabt, die haben das ja kommentiert, ne? Oh, die Preise und so weiter. Da habe ich mir gedacht, naja, also klar kostet diese Lampe Geld, zwischen 1400, 1600 und 2, so um den Dreh. Genau. Aber wenn ich das jetzt in Verhältnis setze, dass ich damit einen Meter, nehmen wir jetzt am besten die mal in der Mitte, die 1,20er, die bis 1,60 schafft, da habe ich eine einzige Leuchte drüber. Woanders brauche ich unter Umständen zwei oder gar drei. Oder zwei oder sogar drei, ja, oder vielleicht sogar noch mehr. Das stimmt. So, du wolltest noch was zum Preis sagen. Ja, zum Preis auf alle Fälle. Also ich meine, wir sprechen hier von 1.499 € UVP für die 90 cm Variante, 1.699 € UVP für die mittlere und die große, die liegt dann bei 1.999 €. Woher rührt der hohe Preis, mag so mancher sich fragen. Warum ist es nichts anderes als eine Leuchtstoffröhre mit LED-Technologie? Wir müssen festhalten, dass wir hier weiter über ein Giesemann-Produkt reden, was ausschließlich in Deutschland produziert wird. Das heißt, wir sind kein Niedriglohnland, hier entstehen gewisse Lohnkosten bei der Produktion, die gesamte Entwicklung, die ganze Konzeption, das ist alles halt in Deutschland abgewickelt worden. In Nettetal werden die übrigens geschraubt. Du hast uns schon mal besucht und bist jederzeit herzlich gerne wieder eingeladen. Hier steckt eine Menge Know-how hinter. Das heißt, wir haben hier ein intelligentes Bussystem verbraucht. Bedeutet, das Temperaturmanagement beispielsweise dieser Leuchte oder Lampe ist so reguliert, dass jede Komponente miteinander spricht. Das heißt, fällt mal eine LED aus oder überhitzt eine einzige LED, deaktiviert sich nicht automatisch einer der Cluster. Wir haben hier teilweise bis zu 5 LED-Cluster, sondern nur der einzelne Bereich wird heruntergefahren. Nicht die ganze Leuchte wird ausgestellt oder heruntergedimmt, sondern immer nur die einzelne betroffene Komponente. Richtig. Und so ein Bussystem in der Entwicklung und Konzeption, das kostet halt letztendlich Geld. Und wenn man dann so ein High-End-Premium-Produkt anbietet, dann schlagen sich auch irgendwo die ganzen Entwicklungskosten und Qualitäten nieder. Ich finde, ihr müsst euch gar nicht, sagt man jetzt... ja, die Diskussion, die stelle ich mich jeden Tag. Ne? Natürlich, aber wie gesagt, das muss ich wissen. Nehmen wir einfach diese 2 Meter als Standardgröße und wir nehmen diese Lampe, die 2.000 € kostet, 1999. Ja. Ich brauche auch sehr viele andere, um genau das hinzukriegen. Und dann ist es immer zum Schluss auch eine Designsache. Ihr habt ein sehr tolles Design, das geschwungene Design. Dieser leuchtet deswegen ja auch, wie sagt man, konvexes Design. So ein Adler, ihr nennt das ja, so, genau. Ich sehe das immer so ein bisschen, so fast schon ein bisschen wie so ein Adler mit den Schwingen so leicht. Ja. Und das ist schon, gehört auch dazu. Ne? Das Auge ist ja auch mit. Hat auch ein bisschen Hintergrund der Blendung letztendlich.
Das heißt also, Blendung zu vermeiden, größtmöglich. Und daraus rührt auch die Form der Aurora V8. Genau, deswegen auch bei 50 habe ich es jetzt nicht machen können. Ja. Ich hätte sie gerne drüber gepackt, aber naja, alles gut. Also wir sehen sie jetzt. Wir werden sicherlich auch noch mehrere sehen, die diese Lampe dann im Netz besprechen. Wir sind jetzt erstmal da, um überhaupt, genau, um überhaupt mal zu zeigen, was kann das Ding. Jetzt sind wir aber gleich schon so weit in der Tiefe, dass ich gerne mal gucken würde. Du hast gerade gesagt, ja, bis zu 5 LED-Cluster. Das heißt, die große hat 5 LEDs. 5 LED-Cluster, genau. Jedes bis 95 Watt hat. Genau. Grundsätzlich muss man sagen, dass bei der Aurora, ob sie nun 3 LED-Cluster hat oder 5 LED-Cluster, je nach Größenvariante, immer bis zu 95 Watt an genau. Output liefert. Also die 90er hat 3, die 120er hat 4 und die 150er hat dann 5. Ist das hat korrekt? Dann 5, genau, das ist korrekt, mit 152 richtig. LEDs in Summe. Und die kleine hat ja im Prinzip dann nur 6 Röhren und die anderen beiden haben 8 Röhren. Genau, richtig, wobei jetzt halt eine 90 cm Variante hängt ja natürlich dann auch über einem kleineren Becken, über einem Meterbecken. Ja. Dann dieses Becken mit 8T5 in Kombination mit den LED-Clustern zu befeuern, das wäre schon ein bisschen drüber. Gerade auch durch die Hybrid-Technologie erreichen wir maximale Leistung. Bei der großen Variante, bei der 1500er, erreichen wir 1100 Watt in Summe. Bei der mittleren Variante landen wir dann bei 810 Watt maximal in Summe. Und bei der kleinen 900er sind wir dann bei 510 Watt in Summe, kumuliert T5 und LED gemeinsam. Alle auf 100%. Alle auf 100%, genau. Das wollte ich gerade sagen, weil vielfach lässt man ja eine LED gar nicht durchgängig auf 100% laufen, sondern betreibt die in der Regel ein bisschen drunter. Ein bisschen drunter, ja. Gutes Beispiel, wie betreibt man sie? Ihr habt ein Easy-Programm, das heißt, ihr gebt das dann vor, dass jemand selbst dann sagen kann, ich habe um 10 geht's Licht an, um 10 geht's Licht aus und dazwischen gibt es einen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Also bei uns ist das so, dass zum einen ist ein bisschen komplexer, dass der Kunde zum Beispiel sagen kann, ich habe keine Affinität zur Technik, ich will diese Leuchte aber haben. Dann programmieren wir die im Werk schon vor für ihn. Okay. Und andersrum ist es natürlich so, dass fast jeder heutzutage ein Smartphone hat und wir gehen den Weg mit der Aurora als erste Leuchte der Wi-Fi-Technologie. Warum Wi-Fi-Technologie und warum kein Bluetooth mehr? Wir setzen mittlerweile auf Wi-Fi, weil man bei Wi-Fi die Möglichkeit einfach des Software-Updates hat, des Unauffälligen. Wenn ich ein Bluetooth-Gerät benutze und keine Verbindung zwischen meinem Telefon und meiner Leuchte habe, wird auch kein automatisches Software-Update gefahren. Das heißt, es kann immer wieder mal vorkommen, dass ich eine Leuchte bedienen will und dann will er erstmal aktualisieren. Das kennt man auch aus verschiedenen anderen Bereichen. Oder aber die Reichweite, wenn ich jetzt mein Becken meistens im Wohnzimmer stehen habe und doch mal vom Garten aus fällt mir ein, ich will irgendwas ändern, funktioniert es mit Bluetooth halt nicht aufgrund der eingeschränkten Reichweite. Mhm. Wi-Fi bietet dann die Möglichkeit, dass unsere Leuchte sich permanent von alleine updatet. Das heißt, der Endkonsument bekommt das nicht mit. Produktverbesserungen, was auch immer, wird immer automatisch über die Wi-Fi-Verbindung hochgefahren zur Leuchte. Ich muss also keine Updates fahren. Super. So, so sieht das feine Stück jetzt von unten aus. Und du wolltest uns eh jetzt was zu den LED-Clustern erzählen. Die LED-Cluster sieht man jetzt nicht mehr ganz so detailliert, wie es früher bei uns war mit den Einzelreflektoren. Wir setzen jetzt auf eine Diffusortechnologie, um halt das, die homogene Ausleuchtung auch wirklich zu erlangen. Wir haben bei der kleinen 900 mm haben wir 3 LED-Cluster verbaut. Bei der 1200er sind es dann 4 und hier bei der großen, bei der 1200er, sehen wir dann halt die 5 Cluster. Die 5 Cluster haben in Summe 140 LEDs. Ich gehe wieder rückwärts und die 4 Cluster haben halt 112 LEDs und die kleinste Variante hat 84 LEDs. Könnt ihr die LEDs auch mischen, wie ihr wollt? Ja. Also das kann ich dann sagen, ich hätte es gerne ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Können wir das denn gleich mal machen? Ja, das können wir gleich gerne mal zeigen mit unserer, ich habe ja über Wi-Fi philosophiert und dementsprechend haben wir auch eine neue Wi-Fi-App entwickelt, in der wir das alles selektieren und nach unserem Gusto da gestalten können. Das ist toll, wunderbar. Dann schauen wir uns mal an. Okay, da kommt natürlich ein wichtiger Punkt und zwar ist das die Steuerung dieser Leuchte. Ich kann es nicht besser machen, wie ihr das gemacht habt, weshalb wir uns gleich mal eure Sequenz dazu anschauen. Trotzdem den Leuten natürlich das kurz erklärt. Im Moment, Stand Juli 2021, gibt es die iOS-App zur Steuerung und in den nächsten Tagen folgt die Android-App. Korrekt. Genau. Ihr ladet euch die App runter, die heißt Link und kommt dann
in eine, wie sagt man, in ein Wohnzimmer oder in einen Raum, den man benennen sollte? Ja, es ist wichtig, weil wir hier mit einer intelligenten Datenbank arbeiten, dass der User vorher angibt, was für ein Aquarium hat er. Länge, Breite, Höhe, Tiefe, Wasservolumen etc. Haben wir natürlich jetzt schon gemacht. Aber ja, klar. Ich bin jetzt angelegt als Robert und das Zimmer heißt Mörs, weil wir hier in Mörs sind. Und im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern tatsächlich geht man dann einfach auf neue Leuchte hinzufügen und kann dann über die Bluetooth- und WLAN-Suche diese Leuchte finden. Wir gehen auf WLAN-Suche. Moment. Ah, WLAN, verbinden, muss erst verbinden. Ah, okay. Ich war gerade mit der Kleinen verbunden noch. So. So, auch das könnt ihr jetzt live mal mitkriegen. Es klappt nicht immer alles sofort. Passwort ist 123456678. Genau. Dann verbinden wir uns mit dem Aurora V8 DCE5. Das haben wir jetzt gemacht und wechseln zurück auf Link. Und führen dann diese Suche nochmal aus. So, jetzt haben wir sie auch gefunden. Klicken drauf und gehen auf Fortfahren. Jetzt kommt das Fenster, was ihr seht, das ist das Linkzeichen. Jetzt macht er verschiedene Parameter und letzten Endes initialisiert er die Leuchte. Seht ihr jetzt auch an den grünen, beziehungsweise an den weißen Balken, den grünen Kreis, dass zwei Schritte schon erledigt sind und jetzt auch der dritte. So, jawohl, jetzt haben wir auch die Leuchte gefunden, die da unten drunter zu finden ist. So, mein lieber Olli, jetzt gucken wir uns eure Aufzeichnung an und du wolltest mir aber was zur Datenbank sagen. Sehr gerne. Wir werden in Zukunft mit unserer Wi-Fi-Link-App Datenbanken bieten. Zum einen biologische Datenbanken, wo wirklich Profi-Aquaristen ihre Erfahrungen, ihre besten Erfahrungen mit gewissen Korallen und deren benötigten Lichteinstellungen an uns weitergeben, die wir dann jederzeit abrufen können und auf unsere Giesemann-Produkte respektive jetzt erstmal die Aurora-App widerspiegeln können. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass wir Datenbanken pflegen werden, wenn du sagst, lieber Robert, Mensch, ich habe Top-Erfahrung mit folgenden Lichteinstellungen bei folgender Koralle, das lade ich jetzt hoch, das ist für euch alle. Das heißt, dass ich als unerfahrener User einfach darauf zugreifen kann. Oder aber ich nerv dich nachts und du schickst mir per WhatsApp einfach deine Lichteinstellungen, die kann ich dann auch in die Link-App weiter einspielen. Genau. Ist die Zukunft, weil tatsächlich auch das merkst du bei Mitbewerberprodukten oder allgemein bei Licht, dass immer Leute fragen, wenn einer ein besonders schönes Becken zeigt, in den Facebook kommt sofort, welche Einstellungen hast du? Genau. Also macht Schule, finde ich gut, also finde ich eine ganz tolle Geschichte, dass man das machen kann. Also teilweise beantworte ich heute noch über einen Messenger Fragen zu älteren Leuchtmodellen aufgrund irgendwelcher Lichteinstellungen und ob wir da irgendwas vorbereitet haben. Ja, man muss dazu sagen, also für die, die vielleicht neu sind, ist es tatsächlich so, man sollte niemals, wenn ich jetzt eine relativ einfache Beleuchtung habe und packe mir dann so viel Licht darüber, wird das nicht jede Koralle gut finden. Das heißt, es macht Sinn, dass man tatsächlich Korallen an das neue Licht gewöhnt. Habt ihr ein Programm, das das kann? Das, theoretisch? Theoretisch schon. Wir haben unseren sogenannten Easy Mode. Der Easy Mode, der läuft ja nicht ganz so hoch. Der läuft sehr gemach, also eigentlich optimal. Dann auch wiederum auf das Becken, was du eingegeben hast, also Höhe, also Tiefe, genau schon so abgestimmt. Ja. Und da sagen wir im Easy Mode, fahr erstmal so bitte, bis du dich vertraut gemacht hast mit der Materie oder aber der Leuchte und deinem Besatz. Und dann kann man in den Expert-Mode wechseln. Wie kann sie dann? Ja, wo du natürlich völlige Freiheit hast. Auch im Easy-Mode hast du auch diese ganzen Wettersimulationen, Wolkenflug, Mond, Blitze etc. Ja. Aber im Expertenmodus kannst du halt beliebig viele Tagespunkte hinzusetzen, wo du jeden Tagespunkt sagen kannst, welche Intensität, welches Leuchtmittel T5 LED gerade haben soll. Ja. Genau, cool. So, jetzt mal eine ganz wichtige Frage für mich. Ich sehe, sehr schön gemacht, zwei Lüfter auf dieser Leuchte. Viel hören tut man nicht. Ihr habt eine aktive, passive Kühlung, wie habt ihr das geregelt? Wir haben beide Formen der Kühlung. Ja. Zum einen die Kühlrippen, so nenne ich sie jetzt mal ganz einfach, der Kühlkörper hier oben, das sieht man ganz schön. Ich finde, es passt super ins Design an, als Designobjekt oder Stilobjekt.
Und des Weiteren sind hier zwei Lüfter noch verbaut. Und die sind wirklich extrem laufruhig, also ganz, ganz leise. Natürlich, wenn man sein Ohr dran hält, geht ja gar nicht anders, dann hört man sie schon. Aber das ist schon im Vergleich zu Vorgängermodellen, ist das schon extremst leise. Cool, sehr schön. So, die Lüfter haben wir. Jetzt natürlich, ich kenne die Lampe in dem Weiß, die ist, wie wir sehen, Polarweiß. Und die gibt es noch in Iridium, das ist ein dunkles Grau. Das ist ein dunkles Grau Metallic, das ist eine Pulverbeschichtung. Ja. Hier haben wir, das ist ein Hochglanz, ein Polarweiß. Und dann das von dir erwähnte Iridium, Grau Metallic. Das sind immer unsere Standardfarben für Leuchten. Das sind halt auch einfach die gängigsten Farben. Aber weil all unsere Produkte in Nettetal mit der Hand gefertigt werden, haben wir auch überhaupt keine Schmerzen, so eine V8 auch in Rot, in Orange, in Grün, in Blau, in Champagner, in Schwarzmetallic zu liefern. Wie die Linnea Giesemann Aquariensysteme, wo man eigentlich jede Farbe wählen kann. Genau. Kostet halt ein bisschen mehr. Kann ich mir aber in meinem Wohnzimmer die Lampe so färben lassen, wie ich das gerne möchte. Genau, wie man Lust hat, und es am besten auch zum vorhandenen System coole passt. Coole Geschichte. Ja. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Die kleine 1499, die mittlere 1690, die große 1999. Exakt. Wie viel Garantie habt ihr auf die? Zwei Wochen. Das ist doch nicht lange. Nein, also ganz normal die regulären 2 Jahre. Ja. Aber der Kunde hat jederzeit auch die Möglichkeit, eine Premium-Garantie abzuschließen. Das heißt, ich habe dann in Summe 4 Jahre Garantie auf solch eine Leuchte. Also grundsätzlich auf jedem Giesemann-Produkt. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn ich so ein Premium-Produkt in der oberen Preisklasse mir leisten kann, dann sollte ich vielleicht auch nicht an der Garantie sparen, weil wer weiß, was in 3 oder 4 Jahren dann einmal passiert. Das stimmt. Es ist ja auch nicht immer ganz so einfach, das muss man sagen. Wenn du mit so einer Leuchte dann mit hin und her schicken, aber ihr seid da, soweit ich weiß, sehr kulant, wenn sich ein Kunde bei euch meldet und ja, also, wenn das denn mal passieren sollte. Wenn es denn kein Eigenverschulden ist, dann kann ja immer mal sein, dass so eine Leuchte ins Wasser fällt. Wenn es innerhalb der Garantiezeit ist oder auch danach, wird man mit Sicherheit eine Lösung finden, sodass der Kunde nicht und die Korallen im Dunkeln daheim sitzen. Genau. Auch das zeichnet uns halt letztendlich dann wiederum aus. Wollte ich gerade sagen. Was wir ganz noch nicht erwähnt haben, was aber eigentlich üblich ist, ist eure Aufhängung. Das ist eine ganz normale, herkömmliche Aufhängung. Kabel durch, einmal dran gezogen. Dann arretiert die. Das war's. Ja. Hat sich halt etabliert durchgesetzt. Ich finde, so eine klassische Halterung aus Drahtseilen ist auch einfach super schlicht, kaum auffällig, passt super in jeden Raum. Man muss aber auch bedenken, gerade bei der großen Leuchte reden wir über 16 Kilo. Das heißt also, da hat mich der Doktor angegriffen schon wieder. Das ist der Kaiser, glaube ich. Ja, der Kaiser. Siehst du, solch ein Fachmann bin ich. Bei dem Gewicht 16 Kilo bei der großen müsste man auf alle Fälle die Deckengegebenheit prüfen, ja, bevor ich die da einfach an die Trockenbaudecke hänge. Ja. Alles klar. Oliver, haben wir was vergessen? Von meiner Seite aus nicht. Ich fand es auf jeden Fall richtig klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich. Und ich denke, zur V10 sehen wir uns wieder. Ja, ja. Wisst ihr was, Leute? Wir machen Folgendes. Oliver ist auch, der nimmt sich die Zeit auch im Web. Also wer Fragen hat zu dieser Leuchte, zu dem Ganzen drumherum, nutzt gerne die Kommentarfunktion von dem Video. Wir werden euch alle Links von Giesemann drunter packen, was es noch zu sehen gibt und überhaupt zur Leuchte selber. Ja. Ja, in dem Sinne, das neue Flaggschiff, wir drücken euch die Daumen. Da ist er. Viel Erfolg damit. Ja, und jetzt Feuer frei. Macht's gut. Leute, macht's gut. Ciao. Happy Reefing. Ciao, bis dann.